Abend, herzlich willkommen. Taxi. Guten Abend. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich wollte. Dankeschön. Ich wollte. Ja, danke erstmal für die Einladung heute Abend. Ich bin wieder beim Fernsehen. Schön. Als Gast, das erste Mal seit 10 Jahren wieder als Gast in der Sendung, weil entweder stehe ich auf der schwarzen Liste überall oder ich habe keinen Bock hinzugehen. Weißt du, so wie sagen wir, Markus Lanz zum Beispiel, war ich noch nie da gewesen. Könnt ihr im Internet nachforschen, ich war in meinem ganzen Leben noch nie bei Markus Lanz. Weil ich mir denke, ich muss ja nicht, um mich zu langweilen, extra nach Hamburg fahren. Weißt du? Und ich weiß ja, wie er mich vor Jahren das erste Mal eingeladen hat. Hat er mir eine Mail geschrieben, hat geschrieben, sehr geehrter Herr Krömer, mein Name ist Markus Lanz, ich würde Sie gerne einladen wollen für nächsten Donnerstag in meine Sendung. Habe ich zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Lanz, freue mich riesig über Ihre Einladung. Leider kann ich Donnerstags immer nicht, weil ich da immer bei der Fußpflege bin. So, jetzt hat sich irgendwann sein Redakteur eingeschaltet, der mir von August bis zum Ende des Jahres 40 Termine zur Auswahl rübergeschickt hat. Sollte ich mir einen aussuchen, weil ich natürlich in Arsch gekniffen war. Da habe ich zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Lanz, freue mich riesig über die Einladung, bin gerade alle 40 Termine durchgegangen, leider kann ich an keinen dieser Termine, weil ich sehr schwierige Füße habe. Wie gesagt, kein Bock, weißt du? Auf der schwarzen Liste bin ich beim Deutschen Filmpreis, da bin ich mal aufgetreten, sollte ich eine Laudatio halten. Ich habe gesagt, bin ich gerne mit dabei, weil ich wusste, Angela Merkel ist an dem Abend mit dabei. Weil ich dachte, geil, kann ich ihr mal live vor den Koffer kacken? Und dann ist das beim Fernsehen ja so, du musst ja alles, was du sagst, musst du vorher aufschreiben und denen dann zuschicken. Habe ich auch gemacht, der Text kam zurück, komplett rot. Alle zensiert. Das Einzige, was ich sagen durfte, war, guten Abend, meine Damen und Herren. Und ist jetzt nicht schlimm gewesen, was ich gesagt habe. Ich wäre rausgekommen, hätte mal eine Rampe gestellt und hätte gesagt, hallo, da ist er heute Abend auch mit dabei, unsere Angelie Jolie aus der Uckermark. Und gestrichen, weg, war zu krass gewesen, weg von der Liste. Das nächste wäre gewesen, dass ich gesagt hätte, Frau Merkel, ich beobachte Sie schon den ganzen Abend. Sie ruckeln da so auf dem Stuhl hin und her. Gibt es wieder ein Problem, was Sie aussitzen? Gestrichen. Jedenfalls, wie gesagt, ich habe meine eigene Sendung noch. Das ist so mein gallisches Dorf, aber ansonsten ist Fernsehen scheiße. Könnt ihr euch merken. Ich würde sagen, ihr guckt euch das jetzt noch an und dann nehmt dann Fernseher und schmeißt ihn aus dem Fenster. Es wird immer den Richtigen treffen. Fernsehen, ich möchte noch eine Sache zu Fernsehen sagen. Ich habe mir vor 5 Wochen mal das Programm rausgetippt von Sat1. Pass mal auf. 5.30 Uhr Frühstücksfernsehen. 10 Uhr Richterin Barbara Salisch. 11 Uhr Richterin Barbara Salisch. 12 Uhr musst du umdenken, Richter Alexander Holt. 13 Uhr Richter Alexander Holt. 14 Uhr Familienfälle, 15 Uhr Familienfälle, 16 Uhr Familienfälle. Familienfälle ist so eine Sendung, da geht es so um Themen wie Hilfe, meine Mutter ist mein Bruder. Applaus 17 Uhr, mein dunkles Geheimnis. 17.30 Uhr, Schicksale. Und plötzlich war alles anders. Bis auf das Programm von Sat1. 20.15 Uhr, die strengsten Eltern der Welt. Da geht es denn um die kleine Susanne. Susanne ist seit 6 Jahren heroinabhängig. Wird dann nach Afrika ausgeflogen, wo ihr dann auf dem Marktplatz mit Morgenstern der Belzebub ausgetrieben wird. 21.15 Uhr, CSI Miami. 22.15 Uhr, CSI Miami. 23.15 Uhr, CSI New York. 0.15 Uhr, CSI New York.
Und denn, weil wir alle ein bisschen doof im Kopf sind und uns nicht alles merken können, Gott sei Dank die Wiederholung von Richterin Barbara Sahne. Und denn, knüpft es an, 5.30 Uhr Frühstücksfernsehen, dann kommt erstmal eine neue Folge von Barbara Salisch im Doppelpack, dann kommt wieder Holt, 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 Familienfälle, Familienfälle, Familienfälle und irgendwann musst du abschalten, weil sonst bist du in eine Möbius-Schleife gefangen. Und dann weißt du nicht mehr, kick ich jetzt einen Tag oder schon 4 Jahre. Fleißige Bienchen bei Sat.1, fleißige Bienchen. Leute, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Möge der Bessere gewinnen. Viel Spaß und tschüss. Macht's gut, Nachbarn. Hast du schon gedacht, ich hab's vergessen, wa? Hast du dein Liedchen gelernt? Das möchte ich mal bitte hören. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke. Hast du toll gemacht. Was ist denn das? Ja, kannst du mir mal erklären, was das hier soll? Was wird mit den Mikrofonen hier veranstaltet? Das ist, ich hab eins, du hast eins, das hier gibt ja keinen Sinn hier. Das ist eine Panne. Das ist eine Panne! Ich möchte einmal mein Leben was machen, wo es nicht eine Panne ist! Das geht nicht nur auf die Pumpe! Das sieht mir so blöd an, das macht irgendwann Pennen, dann bin ich weg! Dann platzt mir die Halsschlagader! Mann, 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 Mann! Mann! Schau in das Licht, Carol Ann. Bitte? Schau in das Licht, Carol Ann. Was für ein Licht? Was soll denn das jetzt? Ich laufe hier lang, dumpti-dumpti-dumpti-dum. Dann kommt ein Idiot vorbei und sagt, sieht man das Licht, was soll das denn? Schau in das verdammte Licht, Carol Ann. Aber nicht in dem Ton. Ich bin wirklich jemand, mit mir kann man Spaß haben. Ich bin für jeden Schabernack zu haben. Aber der Ton macht die Musik. Versteht ihr? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin das Böse. Das Böse? Oh, Entschuldigung, wusste ich nicht. Mann, ich scheiß mir gleich ins Hemd. Und, wie lange sind Sie schon böse? 1000 Jahre. 1000 Jahre? Am Stück? Mann, oh Mann, oh Mann! Ja. Na, da muss der Böse mal aufpassen, dass er keinen Stress bekommt. Stell mal vor, das macht die Runde. Ich höre schon, wie die Leute tuscheln. Hast du gehört? Der Böse hat gelacht. Da kann der Böse seinen Job verlieren. Dann lebt der Böse bald von Hartz IV. Ich kann, wenn ich will, auch richtig böse werden. Ich kann, wenn ich will, wenn ich nicht will, will ich ja nicht. Wenn ich will, kann ich richtig böse werden. Abgrundtief.
Bügel. Bitterbügel. Bitter böse. Manchmal bin ich so böse, da geh ich einfach mit Socken ins Bett. Ich habe eine Idee gehabt. Ich wollte singen mit jemandem, den wir alle kennen. Florian Silbereisen. Ja. Weil ich dachte, das sind Menschen, die meine Fans mögen. Ja, Florian ist, habt ihr bestimmt alle eine CD zu Hause. Und nun ist es so, dass die Redaktion gesagt hat, nein, der ist zu Kess. Strickt immer über die Schlänge und so. Was hat er gerade gesagt? Ja. Gut, und jetzt haben wir einen Gast, der wurde mir wieder aufgedrückt. Er war schon 4-mal in der Sendung. Hier ist Sido. Okay. Aha. Hey. Du. Hey, du. Aha. Yeah. Hör mir mal. Hör mir mal zu. Schön machst du denn, schön. Ich will dir mal was erzählen von mir. Das hab ich noch nie gemacht. Aha. Yeah. Außer bei dir. Yeah. Vielleicht bringt es dir was. Ich kenn dir ja nicht. Komm du. Ich seh nur, wie traurig du bist. Schön. Yeah. Nein, mein Freund, das Leben sind keine Kinderlieder. Verdammt, es ist hart, du musst was tun, das sag ich immer wieder. Und nicht, dass du denkst, der labert nur, ich weiß, wovon ich rede. Schließlich rapp ich mir mit jedem Song die Scheiße von der Seele. Ich erzähl dir was, damit du nicht mehr traurig bist. Etwas, das für dich bestimmt wirklich ziemlich unglaublich ist. Ich bin im Osten aufgewachsen, ja, du hörst richtig. Doch dass es da eine Mauer gab, interessierte mich nicht. Ich war ein stolzer Pionier, obwohl eingesperrt wie ein Tier. Mama sagte, dass die Nachbarn heimlich bei uns spionieren. Und weil sie uns wohl überwachen, rüber machen, Sachen packen, Kinder an die Hände, flüchten über Nacht. Und dann nisteten wir uns provisorisch bei Verwandten ein. Doch nicht lange, denn dann gab's einen Platz im Asylantenheim. Mitten im Wedding zwischen Apachen und Aikis. Und mit den neuen Homies netterte ich nachts in den. Denn ein Osterjunge war nicht wirklich angesagt im Westen. Ich bekam wegen der Herkunft was jeden Tag auf die Fresse. Und ab da hab ich mir geschworen, ein Geheimnis rauszumachen, damit meine Kumpels keinen Grund haben, mich auszulachen. Warum ich dir das jetzt erzähle, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil du gerade so guckst mit deinen weinerlichen Augen. Doch ich glaub, unter dem Wasser steckt eine Fratze, die sich sehen lässt. Ich hoffe, dieses Lied wischt deine Tränen weg. Hör zu! Hey, du. Aha. Hey, du. Tja. Yeah. Aha. Yeah. Hör mir mal zu. Tja. Oh. Ich will dir mal was erzählen von mir, yeah. Das hab ich noch nie gemacht, außer bei dir, yeah. Vielleicht bringt es dir was, ich kenn dir ja nicht. Ich seh nur, wie traurig du bist. Genau. Hier, dann sind wir ins MV gezogen, ein Viertel am Stadtrand. Und ab dann ging's ab, Mann, nicht mal ein Haar am Sack dran, aber Faxen machen. Denn Mama fehlte es am Geld, also hab ich gelernt, wie man's anstellt. Auf der Straße, die Schule war natürlich nur noch reine Nebensache. Man wird einfach ins Leben entlassen nach der 10. Klasse. Und dann stand ich da, ohne alles wieder mal. Mama machte mir noch eine Ausbildung als Erzieher, klar. Doch auch da bin ich rausgeflogen und zu Hause ausgezogen. Ohne Wohnung, nur bei Bobby. Auf dem Boden, keine Perspektive, keine Aussicht auf was Besseres. Nur ganz viel von dem Zeug, das dich vergessen lässt. Zu viel. Ich weiß, ich kenn dich nicht, doch ich erzähl dir das, damit du weißt, wie viele Facetten das Leben hat. Ich mein, mal geht es abwärts, doch dann lernst du aus deiner Pleite. Und dann geht es hoch, guck hier, das Schicksal war auf meiner Seite. Das macht es auch für dich, das wird schon wieder, glaub. Die Zukunft zaubert dir wie mir ein breites Grinsen aufs Gesicht. Lauf nicht einfach hin und her, sie ist positiv, das ist nicht schwer. Ich hatte diesen Traum, ich hab ihn verfolgt und jetzt. Warum ich dir das jetzt erzähle, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil du gerade so guckst mit deinen weinerlichen Augen. Doch ich glaub, unter dem Wasser steckt eine Fratze, die sich sehen lässt. Ich hoffe, dieses Lied wischt deine Tränen weg. Hör zu! Hey, du. Hey, du. Aha, cheer. Hör mir mal zu. Aha, cheer. Ich will dir mal was erzählen von mir.
Geld hab ich noch nie gemacht, außer bei dir. Tja, vielleicht bringt es dir was. Ich kenn dir ja nicht und du alleine kommst. Ich seh nur, wie traurig du bist. Genau, Tja.